Hallo Welt, hallo Freunde, ihr habt es gerade gehört. Das ist das Thema, um das es heute geht. Heute geht es um ein Shimmer-Reverb und zwar Marke Eigenbau. Und es ist gar nicht so schwer und man kann es auch zu 100% mit Bitwig Boardmitteln bauen. Also von dem her alles wunderbar. Ja, dann möchte ich auch noch schnell den Gewinner der Bitwig Studio 8 Track Lizenz bekannt geben. Es waren unglaublich viele Teilnehmer, genau einer. Und deshalb gewinnt auch Andy Win die Lizenz. Lieber Andy, melde dich bitte bei mir, schreib mir eine Mail an michael@centorial.de und dann kriegst du von mir den Lizenzschlüssel zugesendet. Na gut, dann wollen wir uns gar nicht lang aufhalten. Wie man dieses Shimmer Reverb baut, zeige ich euch nach diesem Teaser. Sodala, hier sind wir in Bitwig Studio und zwar in der Version 4.04 vom 1.10.2021. Meines Erachtens die aktuellste Version. Ja, Reverb von Bitwig gibt es ja im Standard. Wir wollen uns aber ein Shimmer-Reverb mit Rain Amount bauen. Also, das Ganze führen wir aus als Send-Effekt, also nicht als Insert-Effekt in der Kette nach einem Device, sondern wir bestimmen einen Amount, den wir dann dazu mischen zu dem Signal, also ein Send-Effekt. Dazu in Bitwig einfach eine Effektspur erzeugen. Die habe ich jetzt hier Shimmer 2 genannt, weil Shimmer 1 ist das Original. Das biete ich übrigens dann auch auf meiner Webseite zum Download an. Dazu geht ihr einfach auf centorial.de auf Ressourcen und dann bei Bitwig Presets werdet ihr das Shimmer Reverb finden. Ist noch nicht hochgeladen, aber das kommt noch. Nun gut, jetzt zurück zum Thema. Wir haben hier unseren Polysynth, der relativ unspektakulär klingt. Wir erzeugen uns einen Send-Track, Effekt-Track, glaube ich, heißt es, neue Effektspur erzeugen. So, und da starten wir jetzt. Das Erste, was wir machen, wir erzeugen uns einen Kompressor. Den Kompressor stelle ich jetzt mal auf eine Ratio, auf ein Kompressionsverhältnis von 4:1. Niedriger Attack, hoher Release, Threshold ja, bei minus 20 dB passt erstmal. Können wir danach noch fein justieren. Danach haue ich mir ein Delay rein. Warum ein Delay? Ja, weil es einfach noch ein bisschen mehr Spaciness mir gibt für dieses Reverb. Ich schalte jetzt hier auch diesen Polysynth, muss ich natürlich auf meinen Shimmer 2 ein bisschen ein Send Amount reinlegen, damit man das auch hört. So, jetzt sind wir wieder in meinem Effekt-Track. Ihr hört jetzt hier auch schon sofort das Delay. Da cutten wir so bei 1,5 kHz. Jupp, Feedback passt. Mix können wir so auf 50-60%. Passt. Ja, so ein bisschen noch Gefühl. Nicht so viel, nicht so wenig. Also Kompressor, Delay. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch einen Chorus reinbauen. Jetzt wirklich dran denken, das ist alles, bevor ich in ein Reverb reingehe. Das sind jetzt alles im Dry Amount quasi noch. Also jetzt von diesem Effekt, den ich baue. Machen wir zu.
machen wir zu, damit wir Platz gewinnen. Kompressor machen wir auch zu. Jetzt haben wir alles, was wir im Dryer Mount zu machen haben, gemacht. Jetzt kommt mein Reverb. Das klassische Bitwig Standard Reverb. Das Reverb stelle ich aber nicht auf Room, sondern auf Hall. Für diesen Art Shimmer Reverb, da das soll ja Flächen bilden, Ambient Sounds ermöglichen. Das heißt, ich brauche eine ganz lange Decay Reverb Time und auch eine große Größe von dem Reverb. Also es soll sich um einen großen Raum handeln. Also mache ich jetzt mal hier so 160%. Gehe mal auf 6 Sekunden annähernd und gehe aber hier komplett in den Late Mix. Ich brauche keine Early Reflections, finde ich. Dann habe ich hier jetzt mein High Amount, also die hohen Frequenzen in diesem Reverb-Anteil, die drehe ich jetzt nach oben. Aber immer schön aufpassen, dass ich hier nicht über die 100% rüberkomme, sonst hätte ich hier so eine endlos Feedback-Schleife. Und jetzt schauen wir mal, wie sich es anhört. Ach, stopp, den Mix drehe ich noch auf 100%, weil wir sind ja hier in einem Send-Effekt. Hört sich schon gut an. Ich könnte hier nochmal die Breite ein bisschen weitermachen und das Build-Up drehe ich auch noch ein bisschen hoch. Ist schon nicht schlecht. So, und jetzt haben wir hier eigentlich ein ganz normales Reverb gebaut. Ich möchte aber ein Shimmer mir reinbauen. Und der Shimmer, wie mache ich das? Ein Shimmer ist ein Pitch-Shifting über eine Oktave nach oben und das in dem Reverb-Anteil mit enthalten. Oder wie soll ich sagen? Also das Reverb-Signal wird gepitch-shifted, also um eine Oktave nach oben in der Pitch-Tonhöhe. Ja, und dazu gibt es in diesem Reverb von Bitwig gibt es schon einen Tank FX. Also alles, was der Tank, das ist dieser Reverb, heißt hier Tank. Da gehe ich drauf, sehe ich hier, ich bin im gelben Bereich. Und dann gehe ich auf das blaue Plus und dann mache ich hier einen Pitch Shifter rein. Und den Pitch Shifter, wie ich gerade gesagt habe, eine Oktave nach oben, das sind 12 Halbtöne, Semitones. Und ich drehe den Grain ganz nach unten. Und den Mix mache ich mal so auf, keine Ahnung, 80%. Machen wir danach nach Gehör. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das verändert hat. Man hört sofort, wie das so endlos nachhallt. Der Wahnsinn. Ohne. Und jetzt mit. Wunderbar. Vielleicht gehen wir mit dem Mix noch ein bisschen runter auf 75%. Passt. Also Pitch Shifting haben wir drin. Jetzt würde ich hier noch mein, der Pitch Shifter ist ja mein Shimmer. Nennen wir das auch so. Ich habe ja auch noch gesagt, ich hätte einen Rain mir hier gewünscht, also so wie so Regentropfen, die plätschern, runterfallen. Und das mache ich mit einem Kompfilter. Und zusätzlich zum Kompfilter noch einen normalen Filter, den ich aber auf Bandpass stelle, und zwar mit einem vierpoligen, also einen schmalen Bandpassfilter. Ja, jetzt gehe ich hier mal auf, machen wir mal 700 Hertz. Machen wir es ganz genau, 700 Hertz. Und da muss ich die Cut-Off-Frequenz auf den gleichen Wert stellen, auf die 700 Hertz. Und jetzt schauen wir mal. Habe ich noch nicht viel. Jetzt muss ich hier das Feedback nach oben drehen.
Man hört es jetzt, man muss aufpassen, hier kommt man ganz schnell in einen Feedback-Loop rein, wo sich das so verstärkt, dass es hässlich laut wird. Glaub mir, die Erfahrung habe ich schon gemacht. Hat sich jetzt nicht sonderlich toll angehört. Was ich jetzt brauche, ist so ein bisschen, ja, ein Plätschern. Das Plätschern mache ich über eine Modulation, und zwar Randomness. Und zwar möchte ich diese Frequenz hier modulieren, und zwar gleichzeitig die Cut-Off-Frequenz und diese Kompfilterfrequenz. Wenn ich jetzt diese zwei Devices mit einem Modulator ansprechen will, brauche ich ein übergeordnetes Device. Wie kriege ich das jetzt? Ich selektiere beide Devices, drücke STRG G für Group. Und jetzt habe ich hier einen FX-Layer, der liegt mir drüber über diesen zwei Devices, und ich kann jetzt beides modulieren. Ich haue mir den Random Modulator drauf. Ich möchte das hier auf 16 Noten von der Geschwindigkeit. Reicht mir schon im Standard. Und jetzt gehe ich hier drauf mit meiner Modulation und sage jetzt hier meine Kompfilterfrequenz und natürlich auch die Bandpassfrequenz. Und jetzt schauen wir mal. Und jetzt kann ich hier natürlich noch mit der Feedback, mit dem Feedback Amount vom Kompfilter spielen. Und kann natürlich auch noch einen Q-Faktor erhöhen, die Resonanz. Na, und schon hat man einen wunderbar schönen Regeneffekt eingebaut. Gut. Also, das Teil heißt jetzt hier Rain. So, und jetzt hätte ich noch gerne hier drin, ich weiß noch nicht, ob ich es davor oder danach mache, einen Flanger. Der macht mir auch nochmal ein ganz ein schönes mystisches Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich finde, es passt für so ein Ambient Reverb. Mache ich es auch noch davor. Schauen wir mal vor dem Rain. Oder vielleicht sogar vor dem Schimmer. Ich glaube, ich lasse danach. So. Und zu guter Letzt haue ich mir noch in den Wet FX Amount wieder einen Kompressor rein, dass das so ein bisschen glue-mäßig alles zusammengebacken wird. Ist schon der Wahnsinn. Muss ich bloß aufpassen, dass mir der Rain nicht zu stark wird. Aber weil ich ja jetzt hier einen Container habe, kann ich den Mix-Amount ganz leicht einstellen. Machen wir mal hier auch wieder 80%. Ja. Jetzt ist es eigentlich fertig, mein Shimmer-Reverb. Jetzt, weil ich ja ein Device haben will, packe ich mir hier alle Devices, die in dieser Effekt-Chain drin sind, und mache STRG G für Group.
Und dann habe ich ein Device und das heißt Shimmer Reverb. Und weil wir ja so lustig sind, bauen wir uns noch ein paar Modulationen rein. Was könnte man haben? Ich könnte hier den Chorus Amount mir einstellen. Also, ich brauche eine Preset Page. Gehe hier rein, gehe auf den Schraubenschlüssel, sage neue Preset Page. Und jetzt das Erste, was wir machen, das sind die Hauptmerkmale, ist natürlich beim Reverb die Decay Time oder Rev Time, Reverb Time. Dann könnte ich natürlich den Mix Amount machen. Und jetzt geht schon los. Ich würde sagen, ich mache hier den Chorus Amount noch rein. Den würde ich aber jetzt nicht gerne, nicht von 0 auf 100 machen, sondern ich würde nur einen kleinen Bereich hier modulieren wollen. Das heißt, ich muss tricksen. Ich mache hier nochmal ein Makro rein. Und mit dem Makro kann ich eben meinen Mix, sagen wir mal von hier bis hier bestimmen. Und wenn ich jetzt das ganz drehe, dann ändert sich nur dieser Bereich, den ich gerne hätte. Und das nenne ich jetzt CHR Mix, Chorus Mix. Und das kann ich jetzt eben auf meine Preset Page legen. Und jetzt kann ich hier diesen Amount so kontrollieren. Gut. Was können wir dann noch machen? Dann können wir hier natürlich in dem Tank-Effekt können wir das Shimmer ein-ausschalten. Und wir können auch den Regen ein-ausschalten. Und wir können hier noch den Flanger Amount machen. Mache ich jetzt genauso wieder Makro. Und ich möchte das so von hier nach hier modulieren können oder ja, den Amount bestimmen können. Ja, das ist der FLNG Flanger Mix. Den haben wir uns da rein. Und Rain aus. Das ist Shimmer. Und das ist der Rain. Und dann können wir hier noch einen Shimmer Amount mir einstellen. Da bleibe ich jetzt aber hier. SHM AMNT. Und dann haben wir noch das gleiche beim Rain. Da machen wir wieder ein Makro rein. Und zwar von hier nach hier. So. Passt. Rain AMNT. Alles gut. So und so. Und das soll's gewesen sein. Machen wir zu. Doppelklick. Und ich habe ein super tolles Preset, was ja, aus einem langweiligen Sägezahn-Synth ein unheimlich geiles Ambient-Monster baut. Kleine Feinabstimmung müsste man noch vornehmen. Es hat ein bisschen so ein Ring, also ein bisschen
Ringen, ein bisschen, wie soll ich sagen, zu hohe Resonanzen irgendwo drin. Ist jetzt egal, das kann jeder für sich selber dann abstimmen. Aber ich denke, ihr habt es verstanden. Man kann mit einfachsten Mitteln ein Shimmer-Reverb mit Regen sich zusammenbauen. Bitwig sei Dank, ich liebe diese DAW. Nun gut, das soll es gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen rechten Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich auch über einen linken Daumen nach oben. Und natürlich wäre es ganz toll, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, ich strebe ja immer noch die 300 an, bin kurz davor. Ja, schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Bis zum nächsten Video. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Michael hier aus Nürnberg. Tschüss.